Mein Haus ist meine Burg. Als dieser Satz auch in den Wohnungen unserer Großväter Einzug hielt, hatte man noch eine andere Vorstellung von jenen vier Wänden, in denen man sich aber auch heute noch meistens recht wohl fühlt. Vieles ist anders geworden, leider. Kleiner zumeist und auch nicht billiger. Da setzten sich einige Leute hin und sagten, zwar können wir, was die Preise betrifft, nicht zaubern, aber wir können Wohnungen bauen, die sich nach den Bewohnern richten. Und so entstand das Unicenter in Köln, Europas größtes Wohngebäude. 140 Meter hoch und 90 Millionen Mark teuer. In den drei Y-förmig angelegten Flügeln mit 32, 37 und 44 Stockwerken sind insgesamt 954 Wohneinheiten untergebracht. Wohneinheiten, wohlgemerkt, denn es gibt keine Trennwände. Bis auf die sogenannte Nasszelle für Bad und WC sowie den Installationsblock der Küche können Lage und Größe der einzelnen Wohnbereiche beliebig verändert werden. Wohnarchitekten von Interlücke und der Zeitschrift Zuhause haben eine Musterwohnung auf 80 Quadratmeter Wohnfläche eingerichtet. Flexibles Wohnen also, bei dem die jederzeit wieder verstellbaren Möbel und nicht gemauerte Wände die Größe der einzelnen Räume bestimmen. Eine neue Art, die den Individualisten unter uns viele Möglichkeiten und den Blick in eine interessante Zukunft aktiven Wohnens öffnet.